Kaum eine Stadt hat der Erste Weltkrieg so geprägt wie das belgische Ypern. In diesem Krieg wurde die ganze Region Westflandern zu einem Zentrum erbitterter Kämpfe. Hier begann die deutsche Westoffensive. Hier schlugen die Briten zurück. 3 Flandernschlachten gab es insgesamt. Mehrmals versuchten die Deutschen Ypern einzunehmen, ohne Erfolg. Die Stadt aber wurde völlig zerstört. Der Tod von Ypern wurde sprichwörtlich. Heute strahlt die Stadt erneut in altem Glanz. Bürgerhäuser, prachtvoll, wie im Mittelalter erbaut. Tatsächlich ist all das hier, die gesamte Stadt, erst nach dem Kriege neu entstanden. Aus alten Plänen, nach historischem Vorbild. Ypern eine einzige Rekonstruktion, ein enormer Kraftakt. Im Zentrum das wohl auffälligste und auch bekannteste Gebäude der Stadt, das Gewandhaus. 175 Meter lang, ursprünglich errichtet 1304, vor über 700 Jahren. Auch dieses Gebäude ist ein kompletter Nachbau, fertiggestellt in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Heute ist hier ein Museum, das In Flanders Fields Museum. Hier haben Besucher die Möglichkeit, sich an historischer Stätte dem Schrecken von damals zu nähern. Das chemische Kampfmittel scheint das geeignetste Angriffsmittel zu sein, da das Gas unbehindert Erdbefestigungen überwinden und somit den Verteidiger des Erdschutzes berauben kann. Die auf beiden Seiten bisher bestehenden Gaskampfmittel sind jedoch für eine derartige Aufgabe praktisch unzureichend. An der Front bei Ypern wurde im April 1915 zum ersten Mal Gas in größeren Mengen als Kampfmittel eingesetzt. Ein Tabubruch in der Menschheitsgeschichte. Der Entwickler und Erfinder, übrigens ein deutscher Chemiker, Fritz Haber. Hier in Ypern erfahren und erleben Besucher die Hintergründe zum Ersten Weltkrieg und die historischen Zusammenhänge von damals. Sie erfahren über Menschen, die Unvorstellbares getan und Unvorstellbares erlebt haben. Das In Flanders Fields Museum.